Ehre in den Arsch. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu neu zu Bussi 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 Buss. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Ah, so. Everybody was Bussi faring. Also Leute, heute... So. Moin Mädels! Moin Jungs, herzlich willkommen zurück zum Fernbus! Ja, zum weiter weg Bus-Simulator. So. Mount sie hin, mount sie her. Das Leben ist mir viel zu schwer. Deshalb kriegt ihr alle einen Kuss und ich fahre jetzt mit meinem Fernbus nach Bremen. Viele wissen es gar nicht. Ich bin Bremer. Ja, ich komme ursprünglich aus Bremen, wohne nur in Spandau. Deswegen fahren wir jetzt heute mal nach Hause in meine Hood. Wenn du rückwärts fahren möchtest, vergiss nicht, den neutralen Gang N zu überspringen. Junge, das ist in jedem scheiß Automatikauto das gleiche. Tu nur mal so, als wäre es eine Wissenschaft für sich. Oh, hau, aha. Na, Donnerwetter. Hier ist immer noch nichts, was wir uns interessieren könnte, ne? So, den macht man ganz anders auf als diese anderen Busse, scheinbar. Hey, du willst eine persönliche Einrichtungsberatung ohne große Umwege? Guter Plan. Mädchen in Reinickendorf. Ob neue Küche oder neues Arschloch. Wir haben alles für dich parat. Wie sieht eigentlich dieser Mr. Ikea aus? Was hat der eigentlich für eine Visage? Seit 300 Jahren ist das die gleiche Stimme. Wird das von Generation zu Generation zu Generation zu Generation einfach immer weitergegeben und dann ist immer einer der Ikea-Sprecher für Germany oder was? Oder was? Wo gehen die Drecksscheibenwisch her an? Wieso rollt die Kiste? Stopp! Hä? Wie gehen denn die Wischer an? Hier ist der Wischerhebel. Genau hier, hinter meinem Ohr. Aber es geht nicht. Ja. Hä? Fernbus. F4! F4! Wall-Ech! Ja. Okay, damit leben wir. Du, das ist Not, dass das Auto so wackelt. Es hört sich auch an, als würde irgendwas kaputt gehen die ganze Zeit im Hintergrund. Geht's hier irgendwie dem Auto nicht gut? Hallo. So, alles aus rein hier an der Kiste, du. Ich liebe Busfahren. Das mit den roten Ampeln, das stört mich jetzt schon ein bisschen, ne? Ich würde ihn mal eben rechts nehmen. Oh, das hat gezischt. So, ich mache mir mal eben grün. Gibt's dafür eigentlich Strafe? Für über Rot fahren gibt das keine Strafe. Na, Polizei. Juckt ihn nicht. So. Ah, wird knifflig. Muss man durch. Oh. Voll gesaut und vergessen, Blinker zu setzen. Oh, da hat's gerumst. Fast den Kaffee verschüttet. La, da, 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 da. Lass mich rein, du kleiner Stinker. Ehre in den Arsch. Heute Nacht. So, da stehen schon wieder ein paar Leutis. So, ihr kleinen Pissgesichter. Das regnet wie Scheiße. Ich stink eh schon wieder aus dem Maul wie ein Kuhpflorn. Und meinen ersten Kaffee habe ich auch noch nicht ganz weg, ne? Einmal die Fahrkarte, bitte. Achso. Hallo, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Junge, ich fahr doch nach Bremen. Und nicht nach Zinnowitz. Dir gebe ich keins. Alter. Der Mann ist nicht zu vergleichen mit meinem Look, oder? Guckt ihn euch an. Und guckt euch mich an und dann wisst ihr genau, wer hier. Ne? So. Mahlzeit. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Ach, auch das noch, ne? Erst große Töne spucken, aussehen wie ein Zuhälter und jetzt hier nochmal ein Kärtchen, eine Karte kaufen müssen. Ich fahre dann mit dem nächsten Bus. Besser ist das, ne? Hallo, hier ist mein Ticket. Hallo. Wer bist du denn? Franz Steinmetz. Tag, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Na gut, heute mal ausnahmsweise. Grüezi. Hier ist mein Ticket. Grätze, hier ist mein Ticket und hier ist die Schnauze. Fahrgastticket ist ungültig. Jetzt wäre ich fast in den falschen Bus angestiegen. Ich habe nicht so genau hingeguckt. Mir ist es auch letztlich scheißegal, ne? Moin, moin, ihr kleinen Bitches. So, mein Bus ist absolutes Katzen- und Rauchverbot. Und Katzen werden ja auch nicht geraucht. Also die Kombination. Ja, ansonsten ist absolute Schnauze halten angesagt. Ihr kennt das eigentlich vielleicht schon, wenn ihr schon mal mit mir gefahren seid. Mein Name ist Katja, der Kaleko Scheiße. Und ich bringe euch jetzt nach Bremen City. Keine Ahnung, warum ihr da hin wollt. Ist eigentlich voll das kleine Kaff, aber Bremen, jo. Ich will dein Busfahrer sein, Ehre in meinem Arsch, ein Busfahrer sein. So, hier schön an der Messe vorbei, ne? Kennt ihr vielleicht alles nicht, ne? Messe in Berlin. Oh, stopp. Ei. Boah, ganz knapp, die Polizei. Äh.
Herr Officer, ich bin also Aquaplaning hier, ne? Oh, weia. Oh, nee. So, lass mich mal fahren hier. Oh, jetzt ist hinten auch noch einer. Oh, Herr Officer. Arbeite ich richtig gegen mich, das Lenkrad. Ach, doch mal. Platz da! Fahr zu! Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Auf den Malediven. Denn ich scheiß auf Malediven. Oh, auf den Malediven. Aber ich scheiß auf Malediven. Ich klär auf Malediven. Ey! Sonntagsfahrer. Ja, das sag ich aber auch immer. Ey, sag mal. Fährt ihr einfach an mir vorbei? Oh, ich muss raus. Ich muss raus! Mein Nagel ist angerissen. Halt's Maul! Mein Leben ist angerissen! Ich hab einen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Film mit Sandra Bullock und Keanu Reeves? Keanu Reeves und Sandra Bullock. Da fährt... Die fährt, die Barber! Sie fährt Bus! Sandra fährt Bus! Und Keanu ist so... Digga, gib Stoff! So normal. Die muss ich mir mal angucken. Ich bin gleich nur noch Dörrobst. Dörrobst? Ich kann auch von einer Brücke fahren, dann bist du Fallobst. Verstehst du? Oh, da ist noch ein Flixi. Den holen wir uns. Auf meiner Strecke bin ich der einzige Flixbus, der hier fahren darf. Kleine Ansage an alle Fahrgäste. Es gibt vielleicht ein kleines Gerangel auf der Autobahn. Keine Bange. Das Ding ist hier super gebaut und ordentlich versichert. Aber es könnte gleich mal kurz rumsen, ja? Und rein! So! Ah! Ah! Wow! Ich will hier nicht raus, aber... Oh, wow, 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 wow. Ey, nee. Jetzt komm da. Ich komm da nicht mehr rüber. Kann ich einen Strafe Junk machen? Hallo? Hallo? Stopp! Was? Ich hab ein Audi geklaut! Ein TT? Was? Ich hab ein Audi geklaut. Ich kann jetzt mit dem Auto mein Auto justieren. Tatütata, der Kalle ist da. Und rein. Jawohl. Oh nein, wir können hier rein. Jawohl. Geil. Das Auto blockiert. So, wir haben jetzt einmal zurückgesetzt. Alter, der ist ja voll reingepetzt. Ich wollte eigentlich nur nach Bremen fahren, ne? Kann ich dem eigentlich den Bus klauen? Und denn? Ich kann hier den LKW erstmal in Beschlag nehmen. Dieses Spiel ist so überfordert. So was habe ich auch noch nie gesehen. So, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen Gas geben. Wir haben hier immer noch einiges an Zeit vor uns. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Geh in dein Zimmer. Pass mal auf, dass ich mich nicht mit deiner Mutti treffe, ne? Dann gebe ich dir bald Stubenarrest. Übrigens, ich mache ja auch andere Videos für die Leute, die es nicht mitbekommen, Alter. Letztens zum Beispiel ultra geiles Hausflipper-Video oder Hort mit dem Gulasch-Squad. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, ne? Nicht immer nur Bussimulator. Auch mal was anderes gucken, ne? Kleiner Tipp am Rande. Und außerdem habt ihr immer noch nicht alle abonniert. Ihr wollt ja unbedingt diesen Bus-Song haben. Smashen den Button, Alter. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Polizei mich hier nicht dran nimmt, ne? So, und der fährt einfach weiter. Der hat bestimmt Dreck am Stecken. Schön rauf hier auf dem Hof. Führerschein, Faktorschein. Licht, Warndreieck, Warnweste. Das ist eine Lüge, ne? Mit den angeschnallten Fahrgästen. Wir haben das alles kontrolliert. Jetzt hat sich keiner angeschnallt. Die Polizei ist korrupt. So, was haben sie hier nochmal für Snacks? Maidung? Maidung? Dung ist doch scheiße, oder nicht? Verkaufen die hier Scheiße? Wir sind natürlich in der Zeit jetzt schon ein bisschen behind, ne? Let's go. Weg mit dir, Digga. So. Sonntagsfahrer. Jo. Den haben wir erwischt. Alter, da gibt immer noch Stoff. So, weg mit dir eben. Schwerer Unfall, Digga. Das Auto ist einfach weg. Oh! Ich frage mich ja wirklich, warum machen Busfahrer das, ne? Dieses gegenseitige Grüßen. Also ich fahre jetzt hier die ganze Zeit rum, ne? Ich stelle mir das Leben so dermaßen langweilig vor. Ich meine, ich spiele hier ein Spiel. Ich kann mir nicht helfen, ne? Ihr feiert das ja abgöttisch. Aber warum spielt man einen Bussimulator in seiner Freizeit? Da ist man entweder zu blöde oder zu doof. Oh, jetzt hier mit 100 in die Kurve. Platz da! Warum soll man sich also anschneiden? Ja. Jetzt lass mich hier vorbei. Ah! So, jetzt kurz rückwärts. Sonntagsfahrer. Ach komm, hör auf jetzt mit dem Gelaber. So, und jetzt ist wieder Vollgas angesagt. Da würde ich jetzt hier die Abkürzung nehmen. Ja. Alles verschüttet. Danke. Gerne, Digga, gerne. Hamburg, meine Perle. Du wunderschöne Stadt. Du bist mein Fa... So ein Raudi. Ja, ich finde den HSV auch scheiße. Muss ja nicht gleich Arschloch zu mir sagen, ne? Das ist ja wie in einer Sauna hier. Oh, gut, dann gucke ich jetzt hier wieder auf meine scheiß Armatur. Wir kennen das Spiel, ne? Ah!
zu jung zum Sterben. Ja, ich auch! Und zu schön! Viel zu schön! Wir fahren einfach zurück. Wo ist denn das Problem? So, und dann. Sonntagsfahrer. Nach vorn! Nach vorn! Heidi Witzka, du. Wie kann das sein? Nö. Darum soll man sich also anschneiden. So, der ist weg. So, wie fahr ich denn? Wie fahr ich denn? Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Habe ich mich auf die andere Fahrbahn gezaubert oder was? So. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr, ne? Ich muss jetzt hier direkt rein. Ich muss jetzt alle durch. Zack. Ich bin irgendwo falsch auf die Seite gekommen. Oh, wir wollen den Polizisten haben. Was haben die mir in meine Muffins getan? Ich bin doch die ganze Zeit nur gerade ausgefahren. Auf einmal war ich in der falschen Richtung. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Was machen Busfahrer den ganzen Tag? Die fahren doch nicht nur Bus. Die machen doch nebenbei irgendwas mit dem Handy. Irgendwie Rechnung bezahlen nebenbei oder so. So Doku. Bisschen WhatsApp oder was. Irgendwas müssen die doch machen. Ich habe doch keiner erzählt, dass sie nur darauf achten, dass sie die Menschen, die sie transportieren, nicht in Lebensgefahr bringen. Ist ja arschlangweilig. So, jetzt müssen wir runter. Bremen! Moin, moin, Meister! Sag mal, tut das Not, dass das Wetter so nass ist, oder was? So, lass mich mal vorbei hier, ich hab's eilig. Was für ein Seegang ist das? Das ist kein Seegang, das ist ein Offroader. Everybody! Rock your body! Ey, ihr müsst auch mitmachen, ne? Ich muss sagen, hier beim Gewitter... Ja, da fährt es sich ja genauso scheiße wie normal auch, ne? Also ich merke jetzt hier Aquaplaning oder sowas merke ich gar nicht, ne? Nur vorne in der City bei der Police. Aber jetzt hier ist alles easy. Wenn da so ein LKW kommt und der mir nicht gefällt... Wie nehmen wir jetzt diesen Flixbus auseinander? Der fährt jetzt ja genauso schnell wie ich. Das dauert jetzt nochmal ein bisschen, bis wir da überhaupt mal ankommen, ne? Oh, Police! Geil! Mein Nagel ist angerissen. Stopp! Ja! 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 Nein! Ich bin wieder ausgestiegen! Ich war drin! Und dann war ich wieder draußen! Das ging mir viel zu flott! Ich war noch nicht fertig! Och, Mann! Oh! Hey, ich wollte... Der Bus noch um. Ja... Oh, die Police ist immer noch hinter mir. Aufmachen! Polizei! Vielleicht diesmal, weil die jetzt schon gefahren ist. Und jetzt sind wir richtig drin! Und Abfahrt! Tatü, tata! Die Kalle Polizei ist da! So! Ja, Leute, ich scheiße jetzt aufs Busfahrer sein. Ich bin jetzt bei der Police. Alter, das fährt sich aber nicht gut. Ah! Jetzt haben wir endlich das Police-Auto. Es macht auch keinen Sound. Ich kann die Perspektive auch nicht ändern. Ah! Au, au! Au, au! Ah, das war's für diese Woche. Mit dem Bus-Simulator. Schaut mir nächste Woche wieder ein und schaut euch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und abonniert. Tschüss.